Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den Wochen-Reset. Wir fangen an mit der Dämmerung. Es wäre aktiv, episch, Feinde sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in größerer Anzahl. Dann geerdet, Spieler nehmen mehr Schaden, während sie sich in der Luft befinden. Frische Truppen, manche Feindeseinheiten haben Verstärkung bekommen. Dann haben wir Puzzlespiel, Feindschilde sind gegen ungleichen Elementarschaden resistent und Katapult, die Granatenaufladegeschwindigkeit ist deutlich erhöht. Dran wäre der liebe Schattendieb, als man die Dämmerung machen möchte. Bei der Vorhut hätten wir Folgendes, und zwar heroisch, Feinde erscheinen in größerer Anzahl und sind aggressiver. Spezialist, Spezialwaffenschaden wird begünstigt, dann ausgesetzt, Hüterschilde sind verstärkt, aber werden nicht wiederhergestellt und luftgestützt. Spieler verursachen mehr Schaden, wenn sie sich in der Luft befinden, falls man die Strikes spielen möchte. Auf dem Rift bei der Arena haben wir Spreu, Superkill-Bonus und geerdet, falls man das hier noch machen möchte. Bei den Raids wäre diese Woche Atheon aktiv mit dem Templer und Atheon selbst als Herausforderung, falls man das noch meistern möchte. Die Truhe bei Crota wäre an dieser Stelle hier, wo es markiert ist, auf der Karte. Das heißt, die kann man einfach auch einzeln holen, kann einzeln starten, hingehen, die Truhe holen. Dreimal, mit jedem Char natürlich einmal, falls man das möchte in dieser Woche. Bei dem lieben Shiro hätten wir Folgendes: Du schockst mich, hier müssen wir Gefallene töten, dann zieh den Stecker, hier müssen wir Gefallene Mages töten, dann hätten wir Geächtet, hier müssen wir in der Archonschmiede Geächtete töten und das gleiche mit Servitoren. Bei den Klassengegenständen hätten wir leider auch dieses Mal keinen T12-Gegenstand. Ja. Bei der lieben Kryptarchin hätten wir die Artefakte wie immer. Hier haben wir Fellwinters Andenken. Wir verlieren die Super, doch wir erhalten zusätzliche Granaten sowie Nahkampfenergie und kleine Schübe für alle Stats, Sphärengewehre, Nahkampf und Granatenenergie. Naja, macht nicht viel Sinn, weil wir natürlich den Super verlieren, aber für einige Kombinationen sicher interessant. Timurs Andenken, hier können Nahkampfangriffe schwächere Lakaien der Dunkelheit dazu bewegen, sich uns anzuschließen, für uns einen kurzen Moment zu kämpfen gegen die Feinde, bis sie dann wieder gegen uns kämpfen. Ist übrigens nicht T12, ist aber ganz witzig, das Artefakt. Beruns Andenken, gegnerische Hüter mit aufgeladener Super und allen Feinden mit geringer Gesundheit werden markiert. Also die werden alle angezeigt, sowohl im PvP als auch... Entschuldigung, das ist nur PvP, aber ist für PvP dementsprechend nützlich, wenn man Feinde durch den Rauch sieht beispielsweise oder sie sonst angezeigt werden. Ist ganz witzig, aber ja, jetzt auch nicht so mein Artefakt. Falls man es kaufen möchte, kann man es auch natürlich machen. Bei Savala hätten wir wie immer die Beutezüge. Hier haben wir Strike Elite, müssten wir Gold, Silber oder Bronzestufe erreichen in den Strikes. Dann hätten wir Sonnenaufgang, wir müssten Goldstufe erreichen in der Dämmerung, bevor die Zeit abläuft. Das ist eigentlich kein Problem, wenn nämlich die Zeit eingehalten wird, kriegt man auch die Goldstufe, weil man Zeitbonus kriegt, das führt dann meistens zu Gold. Dann haben wir Mach einen Regenbogen, verdiene schnell eine Primärwaffen, Spezialwaffen und schwere Waffensträhne, um Regenbogenmedaille zu verdienen. Ist eigentlich auch ganz einfach, habe ich mal ein Video dazu gemacht, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es in der Infokarte. Bei dem lieben Chucks hätten wir folgende Beutezüge, zurück zu den Anfängen. Hier haben wir Konfliktmatches, die wir abschließen müssten. Dann hätten wir das gleiche einfach mit Rift-Matches. Die beiden Beutezüge lohnen sich eigentlich sehr, da kommen teilweise echt gute Waffen raus, finde ich persönlich nice. Dann hätten wir noch seinen Kameraden auf der linken Seite, bei dem haben wir auch ein paar interessante Beutezüge. Und zwar, dass wir mit Automatikgewehr-Kills 50 Leute, also Hüter im PvP töten müssen, das gleiche mit Impulsgewehren, dann hätten wir Schrotflinten 25, Scharfschützengewehre 25 und mit schweren Waffen 15. Auch aus diesen Beutezügen kommen sehr, sehr gute Waffen raus teilweise, auch alte Waffen, das heißt, es lohnt sich schon, das zu machen. So, und das wäre es auch schon gewesen von dem Wochenreset-Video, was in der Woche so alles neu ist, was kommt, wo man was findet. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, dann beantworte ich das sehr gerne. Oder lasst auch gerne ein Like da, um mich und auch das Video zu unterstützen. Gut, das wäre es schon gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.